diejenigen, die die gewaltigste Freundschaft hatten. Pass auf, du und dein Homie, der dir immer Adressen von Frauen besorgt, der dich immer in die Shisha-Bar bringt, zur Diskothek, der immer mit dir Oyinama Shikidim tanzt und singt. Dieser wird dich verfluchen, Yaumul Qiyama, so wie du ihn verfluchen wirst. Wie bitte? Al-Akhila, die Freunde werden am Tage der Auferstehung einer vom anderen Feind sein. Sie werden gegenseitige Feinde sein. Illa al-Muttaqin, Allah Azzawajal sagt, außer die Gottesfürchtigen. Möge Allah Azzawajal uns unter den Gottesfürchtigen schreiben, weil sie profitieren voneinander. Achil Karim, du hast gerade die Frau angeschaut. Fürchte Allah. Barak lafik, Achil Karim. Erinnere mich immer an das Gute. Mach ich. Du bist mein bester Bruder. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Achi, du hast heute das Fajr-Gebet nicht gebetet. Fürchtest du Allah nicht? Ab jetzt werde ich mich ändern. Diese Leute werden einen Nutzen voneinander haben. In dieser Welt und in der nächsten Welt. Aber die Homies, Jojo und Momo, 50 Cent. Und die, die du deine Homies und Freunde nennst, ihr werdet euch gegenseitig verfluchen. Und ich gebe dir nur einen Tipp. Von Abul Bara, von Herz zu Herz. Ich liebe dich. Für Allah Azza wa Jal. Sage dich von diesen Leuten hier los, bevor du es Yaumul Qiyama machst. Du wirst es sowieso machen. Du wirst dich Yaumul Qiyama sowieso von ihnen los sagen. Dann mach das jetzt, bevor du dieses am Tage der Auferstehung mit Bitterkeit machen musst. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen stärken. Möge Allah Azza wa Jal uns von allen Leuten des Übels bewahren und uns von ihnen entfernen und uns nur den Leuten der Rechtleitung folgen lassen und mit ihnen zusammen sein lassen. Allahumma amin. Subhanallah.